Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 26.06.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Geil, mega, mega geil. Mit eurer Hilfe. Ich kann euch gar nicht sagen, was ich da am Durchdrehen war. Mega, mega geil. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, jetzt müssen wir einfach mal warten, wie lange es dauert, bis wir irgendwann diesen Creator-Code dann auch bekommen. Den haben wir jetzt schon angefordert. Und ja, dann werden wir den natürlich auch hier bekannt geben. Aber jetzt ist es natürlich mal wieder soweit. Wir schauen hier in den Item-Shop von heute rein. Und da haben wir einmal eine neue Lackierung, die Hypermelone, und einen neuen Emote, den Brutzelmeister. Bedeutet, wir fangen jetzt auf der linken Seite an. Wir klicken uns einfach nochmal ganz kurz hier durch. Sommerdrift. Und hier diese Items, Driftstream, Driftwolf, Zwillingsklingen. Jetzt erstmal einen Sound wieder reinbekommen. Da haben wir auch jetzt endlich Sound. Jetzt ein bisschen mehr, genau. So, diese Items habe ich ja gestern bereits vorgestellt. Wenn es euch interessiert, welche Noten ich gegeben habe, schaut einfach oben in der rechten Ecke, müsste so ein kleines i sein. Da sind diese Items verlinkt. Wir schauen jetzt mal in die Noten rein, die ihr diesen Items gegeben habt. Gucken wir mal ganz kurz hier. Was haben wir? Einmal den Summerdrift mit 3,37 von 5 bei 30 Votes. Dann haben wir die Dual Edge Picke. Hammergeil, das Teil. 4,61 von 5 bei 18 Votes. Das sind fast die komplette Punktzahl, hey. 37 Reminders. Dann haben wir diesen Driftstream, auch der hat mega geil bei euch abgeschnitten mit 4,55 von 5 bei 11 Votes. Dann haben wir noch diese Drift Wolf oder Wolf Drift Lackierung. Kitsune heißt die in der englischen Version. Hier für 500 V-Bucks 4,27 von 5 bei 15 Votes. Ist auch ziemlich gut bei euch angekommen, obwohl das Teil ja nur bei einzelnen, bei zwei Waffen relativ gut animiert rüberkommt. Bei den anderen, naja. Okay, dann schauen wir jetzt einfach mal hier weiter. Wir haben den Schneefuß wieder im Shop. Und ja gut, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Schneeschlag an. Und das Teil kriegt von mir 8 von 10 für 1500 V-Bucks. Da hinten ein cooles verziertes Schwert. Ja, sieht auf jeden Fall ganz nice aus für 1500 V-Bucks. Guck mal, wie sind denn da eure Bewertungen? Das hier ist der Snowstrike und er hat eine 3,43 von 5 bei 23 Votes. Am 8. Februar 2019 ist das erste Mal drin gewesen, 5 Mal seitdem 30 Remind. Dann haben wir hier diese Inverted Blade oder die umgekehrte Klinge für 500 V-Bucks. Von mir 7 von 10. Dann hat ihr ein Voting von 3,94 von 5 bei 18 Votes. Am 4. Januar 2019 ist das erste Mal drin gewesen, 7 Mal seitdem 15 Reminders. Der Schneeschnitt, mega cooler Gleiter, gefällt mir ziemlich gut. 8 von 10 für 800 V-Bucks. Snowblades hat hier ein Voting von 3,92 von 5 bei 12 Votes. 5 Mal im Shop gewesen, 7 Reminders. Und zu guter Letzt, der mega geile Skin hier, der Schneefuß, der kriegt von mir 10 von 10. Ich finde den richtig cool, auch hier hinten. Dieses Backpack sieht richtig, richtig nice aus. So, dieser große Ninja-Stern da. Ninja-Stern. Mega cooles Teil. 10 von 10 für 15 V-Bucks Schneefuß. Und der Snowfoot hat hier ein Voting von 3,79 von 5 bei 34 Votes. 5 Mal im Shop gewesen, 24 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 72 Tagen, am 15. April 2019. Ja, sind wir ja auch schon mit den Items durch. Und dann geht's weiter auf der rechten Seite bei den Daily Items. Beginnen wir mit dem Zusammenreißer. Ja, finde ich persönlich nicht ganz so prickelnd. Für 200 V-Bucks das Teil kriegt von mir 6 von 10.
3 von 5 bei 7 Votes. Am 3. Juni 2019 das erste Mal drin gewesen, zweimal seit dem 36 Reminders. Eiszapfen. Ja, das Schöne an diesem, also das einzig Gute daran, finde ich, ist, sind diese Lichteffekte hier, diese Glitzereffekte, wenn man da drauf haut. Ansonsten finde ich persönlich das Ding jetzt nicht ganz so toll, aber durch diese kleinen Glittereffekte hier, ja gut, man kann dem Ding auch mal 7 von 10 geben. Ich weiß, der Herr Sofort zum Beispiel ist ein Mega-Fan von dem Teil, Icicle heißt das. So, und da haben wir ein Voting von 4,34 von 5 bei 44 Votes am 14. Dezember 2018. Das erste Mal drin gewesen, 10 Mal seitdem, 40 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 45 Tagen am 12. Mai. Dann haben wir den Grill Sergeant. Ja, was soll ich zu dem Grill Sergeant sagen? Den finde ich persönlich jetzt nicht wirklich so prickelnd. Kriegt von mir 3 von 10, der Grill Sergeant. Und er hat hier ein Voting von 3,56 von 5 bei 48 Votes. Am 22. September 2018 das erste Mal drin gewesen. 10 Mal seitdem, 52 Reminders. Und das letzte Mal im Shop vor 57 Tagen am 30. April. Jo, dann kommen wir noch zu dem Sturm, zu der Sturmtrooperin für 800 V-Bucks. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist halt ein Standard-Skin. Ja, und ja. Kriegt von mir, ja, es ist jetzt nicht die hässlichste Variante davon. Insofern gebe ich der halt 4 von 10 für 800 V-Bucks. Assault Trooper hat hier ein Voting von 3,71 von 5 bei 89 Votes. Am 31. Oktober 2017 das erste Mal drin gewesen, also schon Ewigkeiten am Start. 22 Mal seitdem, 174 Reminders das Teil. Das letzte Mal vor 31 Tagen im Shop. Ja, dann kommen wir auch schon zu der heutigen neuen Lackierung hier. Das ist die Hypermelone. Ja, gucken wir uns das Teil mal ein bisschen genauer an hier. Ja, was soll ich dazu sagen? So besonders prickelnd finde ich persönlich das Ding jetzt nicht. Aber wir klicken uns jetzt einfach mal durch. Vielleicht ist ja hier noch irgendetwas dazwischen, wo wir sagen, ja geil, also ja, geht. Das finde ich, sieht überhaupt nicht schön aus. Gut bei der Sniper. Sniper sieht meistens irgendwie ganz gut aus, das Teil. Was haben wir hier? Also die Deagle. Boah. Was haben wir noch? Da dieser neue Granatwerfer. Da. Die Squad. Ja, ist für 300 V-Bucks, ich finde es jetzt nicht total schlecht, ich finde es aber auch jetzt nicht super toll. Der Teil kriegt von mir, ja, 6 von 10. Hypermelone hat hier ein Voting von 2,5 von 5 bei 2 Votes. Bis jetzt noch kein Reminder. Ja, und dann kommen wir auch schon zu dem heutigen neuen Item. Gucken wir uns das Ding mal an hier, das ist der Brutzelmeister. Ja, der Teil ist einfach nur mega, 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 mega geil. Gefällt mir super gut und kriegt von mir 10 von 10. Der Brutzelmeister. Nennt sich hier Sislin. Und Sislin hat hier auch ein Voting von 4,33 von 5 bei 3 Votes aktuell. Bis jetzt noch kein Reminder. Für 800 V-Bucks. Das Ding ist mega cool. Gefällt mir super gut. Ja, wenn es euch auch gefällt, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.